Wir hatten dann für den nächsten Tag die Gespräche vereinbart. Also es gab da noch eine ganze Menge Bewegung. Es fanden bereits zwischen Kirchenleitung und Partei Gespräche im Rathaus zu diesem Zeitpunkt statt. Der Superintendent Ziemer kam dann mit auf die Prager Straße, er vermittelte dort mit. Und wir hatten dann vereinbart, das Gespräch am nächsten Früh zu führen, also am Montag früh bei Berghofer. Und Wie sind Sie empfangen worden? Wie ist er mit Ihnen umgegangen? Es war ja nun wirklich der erste Kontakt, zu der hohen Regierung. ja, es wurde erstmal natürlich alles kontrolliert, ob auch wir diejenigen sind, welche. Also man hatte die Liste aufgrund unserer Personalausweise. Kein anderer durfte mit rein. Wir hatten aber noch Berater, die wir hinzugezogen haben. Wir hatten ja de facto nach dieser Sitzung auf der Prager Straße, nach dieser wirklichen Gründungssitzung, die wir dort vollzogen hatten, noch ein Treffen im bischöflichen Ordinariat der katholischen Kirche, wo wir uns zusammengesetzt haben, um überhaupt uns zu formieren und zu sagen, was wollen wir, wie läuft es ab. Bevor dem, sie hatten mich vor uns gefragt, ob wir Angst hatten, ob ich Angst hatte, habe ich mich mit dem Bekannten beim Superintendent Scheibner gemeldet noch abends und haben gesagt, hier ist was in Bewegung, wir sollen den nächsten Tag zu Gesprächen kommen. Wenn wir verschwinden, dann nehmt mal die Spur auf und hinterfragt, wo wir geblieben sind, falls uns unsere Familienangehörigen vermissen. Wir sind also jetzt in einer doch sehr gefährlichen Situation, die sich nicht einschätzen lässt. Wir haben also praktisch der Kirchenleitung der Auferstehungskirche erstmal Bescheid gegeben, dass da, also zumindest wir beide, dass da eine Situation entstanden ist, die von seitens der Kirche beobachtet werden sollte.